So, in diesem Video soll es mal darum gehen, dass wir die Substitutionsregel anwenden, und zwar um zu berechnen, um was der Flächeninhalt von einem Kreis ist. Ja, wenn das hier der Einheitskreis ist, das heißt, der ist ein Kreis ist mit dem Radius 1, dann ist das ja hier der Kreis, und die Fläche wäre ja eben, wir kennen das ja alle, da müsste ja Pi rauskommen. Ja, so haben wir das gelernt. Für unsere Fälle wollen wir jetzt einfach mal uns das ein bisschen einfacher machen. Wir wollen mal nur ein Viertel, also dieses Viertel hier ausrechnen und sagen, okay, das ist ja ein Viertel von dem Kreis. Und davon hätten wir jetzt gerne mal den Flächeninhalt berechnet. Das heißt, ich müsste ja im Prinzip nur diese Funktion hier kennen. Was ist die Funktion? Ja, also was ist die Funktion, die diesen Kreisbogen hier beschreibt? Ja, von da nach da. Ja, das ist ja so, dass wenn ich hier mein x habe, muss ich wissen, wie hoch ist das da. Ja, was heißt, das ist meine Funktion f von x. Ja, und wir alle kennen ja den guten alten Kollegen namens Pythagoras, der hilft uns da weiter. Ja, wenn ich dann also hier, da habe ich da mein rechtwinkliges Dreieck. Ja, hier ist mein rechter Winkel. Ja, dieser eine Schenkel, der hat die Länge x, und dieser Schenkel, das ist das gesuchte f von x, und das hier ist Radius 1. Ja, dann ist also f von x offensichtlich nichts anderes als die Wurzel von 1 minus x Quadrat. Ja, so, das ist also die Funktion, die ich dort habe, und ich möchte jetzt also den Viertelkreis berechnen. Das heißt, der Viertelkreis wäre jetzt das Integral von 0 bis 1 und dann diese Funktion, das heißt die Wurzel von 1 minus x Quadrat dx. Das muss ich jetzt ausrechnen. So, und dann, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was könnte da wohl die Stammfunktion sein, dann kann man ziemlich lange drüber nachdenken, und wird irgendwie vermutlich ja keine Stammfunktion finden. Ja, das ist jetzt keine Schande, ja, weil jetzt kommt nämlich eine Substitution daher, die hilft, dieses Integral zu lösen. Die ist aber alles andere als offensichtlich. Ja, wenn man sie sieht, denkt man sich, wer um Himmels Willen kommt auf solch eine Idee? Aber man nimmt halt zur Kenntnis, dass es funktioniert. Ja, solche krassen Substitutionen gibt es tatsächlich des Öfteren. Ja, gut. Also, wir fangen einfach mal an. Das geht um dieses Integral von 0 bis 1, Wurzel von 1 minus x Quadrat dx. So, und jetzt der erste Schritt ist in unsere Substitution, dass wir sagen, was ist unser u? U soll sein, und jetzt kommt eben halt der Knüller, das ist der Arcus Sinus von x. So, das ist natürlich alles andere als offensichtlich, dass man das daher nimmt. Dass irgendwie die Sinus vielleicht eine Rolle spielen könnte, ja, okay, aber plötzlich der Arcus Sinus, das ist etwas sehr obskur. Ja, aber wenn man gleich mal den nächsten Schritt weitermacht, bei der Substitutionsregel, da geht dann vielleicht ein bisschen das Licht auf, woher diese Idee kommt, weil da muss man ja du durch die x hinschreiben, und dann hier diese Funktion, das ist ja unser g von x in der Substitutionsregel, das muss man ableiten. Also g' von x muss ich ableiten, das heißt, ich muss Arcus Sinus von x ableiten. So, und wenn man dann sich gut erinnert, was das ist tatsächlich nichts anderes als die Funktion 1 durch und dann Wurzel von 1 minus x Quadrat. So, und jetzt ist klar, warum man auf solch eine Substitution kommen kann, weil wenn man diese Ableitung vom Arcosinus im Kopf hat, sieht man, da taucht genau dieser Term auf, den wir hier integrieren müssen. Und so ist das einfach eine Idee, die man einfach mal in den Raum schmeißen kann und gucken kann, ob das irgendwie funktioniert. Ja, und Sie können sich das vorstellen, was jetzt passiert. Es wird natürlich irgendwie funktionieren. So, dritter Schritt ist jetzt, dass ich das Integral so also umbaue. Ja, also mein g von x ist ja Arcus Sinus, also muss ich Arcus Sinus von 0 haben. Und das Integral g bis Arcus Sinus von 1. So, und mein Funktionsterm ist immer noch 1 Wurzel von 1 minus x Quadrat. Und jetzt muss ich hinschreiben, das Ganze umgestellt nach dx. Ja, das ist, wenn man das umstellt, einfach die Wurzel von 1 minus x Quadrat und du. Ja, also wenn ich das hier damit multipliziere, dann steht es hier oben im Zähler, und wenn ich mit dx diese Gleichung multipliziere, wandert das dorthin, und dann kann ich das einfach substituieren, und siehe da, das steht dann da. So, und jetzt
Jetzt sieht man, wie schön dieses Integral geworden ist, ja, weil jetzt steht da plötzlich gar keine Wurzel mehr, weil jetzt kann ich das hinschreiben. Arcosinus von 0 ist übrigens 0 und Arcosinus von 1 ist übrigens Pi halbe. Ja, also habe ich hier das, plötzlich das Integral von 0 bis Pi halbe. Und hier steht nur noch 1 minus in Klammern, 1 minus x Quadrat, du. Das ist natürlich immer noch mathematischer Schrott, nenne ich das ja immer, weil ich habe hier einen Term, in dem x auftaucht und ich habe die Integrationsvariable u. So, ich hätte jetzt also gern irgendwie dieses x Quadrat ersetzt durch irgendwas, was mit u ist. Ja? Wenn ich jetzt also in meinen einzigen verbliebenen Joker gucke, steht das da. Ja, das ist ein bisschen doof. Aber so doof ist das gar nicht. Insbesondere ist es deswegen nicht doof, weil der Arcosinus ist ja eine Umkehrfunktion von Sinus. Das heißt, ich kann diese Gleichung hier, die hier oben steht, umschreiben. Diese Gleichung u gleich Arcosinus von x umschreiben zu Sinus von x. Entschuldigung, Sinus von u ist x. Ja, ich wende einfach auf die Gleichung Sinus an. Da steht hier Sinus von u. Und hier steht Sinus von Arcosinus von x. Und das ist hier wieder x. Ja, und siehe da, dann ist alles gut. Ja, ich kann jetzt plötzlich also mein x ersetzen durch Sinus von u. Okay, dann mache ich das doch mal. Da steht da plötzlich das Integral von 0 bis Pi halbe und 1, hoppla, 1 minus Sinus von u zum Quadrat, weil hier steht x Quadrat du. So, na gut, das ist ja nicht mehr schwer, ne? 1 minus Sinus Quadrat u. Ja, auf jeden Fall ist das erstmal ein Term, in dem kein x mehr vorkommt. Das heißt, unsere Substitution war erfolgreich. Vierter Schritt, wir schreiben das Endergebnis hin, das Ergebnis von 0, also das Integral von 0 bis 1 und dann die Wurzel von 1 minus x Quadrat dx ist dasselbe wie das Integral von 0 bis Pi halbe und dann 1 minus Sinus Quadrat u du. So, mit diesem Endergebnis mache ich jetzt weiter und versuche jetzt dieses Integral zu knacken. Ja, dann mache ich mal hier weiter. So, also das, 1 minus Sinus Quadrat u, da gibt es ja diese schicke Gleichung. 1 ist dasselbe wie Sinus Quadrat u plus Cosinus Quadrat u. So, das wende ich natürlich dann an und dann kriege ich eine viel schönere Gleichung raus. Also ich habe dann, dass das Integral von 0 bis Pi halbe 1 minus Sinus Quadrat u du, das ist einfach nur noch das Integral von 0 bis Pi halbe Cosinus Quadrat u du. Ja, das ist dann schon wieder ein bisschen einfacher. So, und dieses Integral, das hatten wir schon mal in der bei der Parzellenintegration, da hatten wir schon die Stammfunktion ausgerechnet. So, die kann ich jetzt also ausnutzen und hinschreiben, weil die Stammfunktion von Cosinus Quadrat u ist einfach ein halb in Klammern Cosinus von u mal Sinus von u plus u. Das ist die Stammfunktion und das sind die Grenzen von 0 bis Pi halbe. Na toll. Ich bin quasi fertig. Ich muss es nur noch einsetzen. Ja, und das tue ich dann auch immer munter. Das heißt, ich habe hier ein halb und jetzt setze ich die obere Grenze ein. Das ist also Cosinus von Pi halbe mal Sinus von Pi halbe plus Pi halbe. So, und jetzt die untere Grenze, minus 1/2 und dann die untere Grenze ansetzen. 1/2 Cosinus von 0 mal Sinus von 0 plus 0. So, das muss ich jetzt ausrechnen und bin natürlich sofort darüber informiert, dass Sinus von 0 natürlich 0 ist, das heißt das hier. Das ist 0. Damit ist dieser ganze Term hier 0. So, was ist Cosinus von Pi halbe? Das ist auch 0. Und was ist Sinus von Pi halbe mal Cosinus von Pi halbe? Das ist natürlich dann auch 0. Das heißt, das hier ist fast alles 0, aber nicht alles. Ja? Was überbleibt, ist dieses harmlose Pi halbe hier. Und davor ist noch ein halb. Das heißt, daraus kommt Pi Viertel. So, so eine einfache Zahl. So, das heißt, das Integral, was wir hier gelöst haben, hier gerade, sagt, diese Fläche hier hat den Flächeninhalt Pi halbe.
was wunderbar damit zusammenkommt mit unserem Wissen aus der Schule, dass der Einheitskreis den Flächeninhalt Pi hat. Und wir haben jetzt hier genau ein Viertel davon genommen und siehe da, der Flächeninhalt von diesem Viertel ist Pi Viertel. Ja, also ist wunderschön, kommt genau auf und wie man sieht, hat man hier die Substitutionsregel angewendet mit einer Substitution, die auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist und quasi vom Himmel fällt. Aber spätestens dann, wenn man das hier sieht, sagt man sich, ah, okay, auf diese Art und Weise kann man drauf kommen. In anderen Worten, wann immer Sie irgendwelche komischen Terme haben, dann sollten Sie vielleicht auch darüber nachdenken und wenn Sie nach einer Substitutionsfunktion suchen, sollten Sie auch immer mal darüber nachdenken, welche Ableitungen Sie kennen, wo solche Terme auftauchen. Das kann nützlich sein. Ja? Gut, aber mir ist völlig klar, wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, das fällt vom Himmel und das ist Zauberei. Ja, es ist mir nicht anders gegangen, als ich das gelernt habe. Das ist völlig okay.